Mir ganz persönlich kommt es so vor, dass ob irgendein Unternehmen irgendwie Angst hat. Erst die Masernpflicht, jetzt doch der Verbot durch Spahn auch noch. Des Heilpraktikergesetzes, beziehungsweise von denen geht eine Gefahr aus, so wird von ihm argumentiert. Ich persönlich finde, es geht von jemand ganz anderem eine Gefahr aus. Plan der US-Behörden. Global passiert etwas ganz Besonderes, ganz Spannendes. Pharmakonzerne sollen mit Drogendealern gleichgestellt werden. Schmerzmittel mit hohen Suchtwirkungen sorgten für 100.000 Toten in den USA. Nun erwähnen die Justizbehörden einen radikalen Schritt gegen die Hersteller. Die Börse reagiert nervös. Ich lese mal kurz ein bisschen vor. Und am Ende dieser Vorlesungsreihe hier habe ich noch einen lösungsorientierten Ansatz für euch vorbereitet innerhalb von 2 Tagen. Das war sehr viel Arbeit, aber schaut sehr, sehr gerne bis zum Ende. Den Herstellern von Schmerzmitteln könnten in den USA laut einem Zeitungsbericht noch weitere rechtliche Ärger drohen. Die Justizbehörden prüfen, ob Hersteller und Händler abhängige machende Opioide gegen das bundesweite Suchtmittelgesetz, Controlled Substance Act, verstoßen haben. Das schrieb das Wall Street Journal am Dienstag unter Berufung auf Insider. Die Ermittlungen stehen aber noch am Anfang. Das Gesetz dient eigentlich vor allem der Strafverfolgung von Drogendealern und illegalen Netzwerken zum Handel mit verbotenen Rauschmitteln. Seine Anwendung würde eine Eskalation im Vorgehen gegen Unternehmen bedeuten, die mit Schmerzmitteln zur Medikamentenabhängigkeit in den USA beigetragen haben sollen. Das überspringe ich hier mal eben, da geht es um Aktien und solche Sachen, bla bla bla. Aber interessant, Zahl der Toten geht zurück, liegt aber weiterhin auf hohem Niveau. Die Pharmakonzerne wird vorgeworfen, mit ihren Produkten zu den Schmerzmittelepidemien beigetragen zu haben, die in den vergangenen Jahren laut US-Behörden zu 100.000 Toten durch Überdosierung führte. Bundesstaaten, Städte, Landeskreise fordern von Unternehmen Milliarden von Dollar zurück, die sie für den Kampf gegen Opioidabhängige und Überdosierungen ausgegeben haben. In den USA starben in den letzten Jahren rund 400.000 Menschen an einer Überdosierung. 2018 war die Zahl der Drogentoten zum ersten Mal seit 2 Jahrzehnten gesunken. 2018 starben laut US-Gesundheitsbehörden rund 68.600 Menschen an einer Überdosis. Im Jahr 2017 gab es aber ca. 72.200. Hey, das ist immer noch unfassbar hoch. Besonders das Unternehmen Purdue Pharma bekam als Hersteller des berüchtigten Schmerzmittels Oxycontin, war wegen des Suchtproblems in die Kritik geraten. So, ich finde es wirklich schön, dass dort global einfach endlich mal was passiert und einer nicht alles nur Ja und Amen und so weiter absägen. Anscheinend sind da wirklich die richtigen Menschen gerade in der Regierung. Und des Weiteren, um jetzt hier noch weiter rumzujammern, das wollen wir alle nicht. Ich habe 2 Tage damit verbracht, einen lösungsorientierten Ansatz für euch zu schaffen, dass man in diese Falle vielleicht nicht direkt reinfällt. Viel Spaß beim Video. Ich würde mich sehr freuen um einen Daumen nach oben für meine Arbeit gleich und den Kanal abonnieren und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Bis dahin. Gleich. Ciao. Viele Menschen greifen immer noch zu Ibuprofen und anderen Arzneistoffen. Doch diese haben natürlich erhebliche Nebenwirkungen. Oftmals fehlt es den Menschen die Zeit zu recherchieren, welche pflanzlichen Alternativen es da so gibt. Und ich habe da jemanden gefunden, der definitiv die Aufmerksamkeit unsererseits jetzt verdient hat. Um zu verstehen, welches Enzym und Moleküle zu einer Schmerzbildung beitragen, hier noch einmal ein kurzer Ausschnitt aus einem 2,5 Jahre alten Video von mir. Entschuldigung für die Tonqualität gleich. Hier, ich sehe das nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung. Linolsäure, die Omega-6, wird quasi über die Gamma, das Intermediat, bzw. die Zwischenstufe, Gamma, die Homolinolensäure. Und diese wird dann letztendlich zu der Arachidonsäure. Und trifft sie auf die Zyklooxygenase im endoplasmatischen Retikulum. Und daraus entstehen dann die Prostaglandine, die dann letztendlich Mediatoren sind für Schmerz und Entzündungen und Fieber und so weiter. Und des Weiteren Ibuprofen hemmt Prostaglandin. Das heißt, wenn wir uns direkt die Arachidonsäure zuführen, dann überspringen wir einfach mal diesen Schritt. Da wir gesehen haben, hemmt Ibuprofen das Prostaglandin. Das ist ein Gewebehormon. Und Hormone steuern deinen Körper, zu sagen, was sie tun sollen oder was er empfinden soll. Und so auch eben dieses bestimmte Rindenextrakt hier zu sehen, den Prostaglandinverlauf und dessen Hemmung des Gewebehormons durch jene. Welcher Schmerz induzieren würde sonst in deinem Körper? Alles fing an 2004, als man im Labor untersuchte, wie ein pflanzlicher Extrakt alle Entzündungsreaktionen stoppte, je höher man es dosierte und damit auch die Schmerzmediatoren in deinem Körper.
oder in den Zellen. Wir haben oben gelernt, dass das Prostaglandin sehr entscheidend ist bei der Schmerzentstehung. Erstaunlicherweise war zu sehen, dass je mehr man von dem Stoff in die Zellen übertrug, desto weniger Schmerzmediatoren wurden ausgesendet von den Zellen. Das gleiche gilt auch für andere entzündungsfördernde Signalstoffe, wie unter anderem die Botenstoffe deines Körpers, die Interleukine 1 und 6, oder wie den Tumor Nekrosefaktor Alpha, der ein Hinweis auf absterbende Zellen ist. Einige fielen fast komplett auf Null. Die Rede ist von der Weide und dessen Rinde, die hier überall in Deutschland wächst. Gut, jetzt ist die Frage, inwieweit lässt sich das auf den Menschen übertragen? Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Tatsächlich gibt es Studien zum Thema Rheumatologie und Weidenrinden. Es wurde das Pflanzenextrakt PAID mit 240 Milligramm Salicin gegen den Arzneistoff laufen lassen, NSAID, Rofecoxib. Rofecoxib, so, ein schwieriges Wort. Es wurden zwei Gruppen gebildet, 113 versus 113. Die einen Schmerzpatienten bekamen den Arzneistoff, die anderen das Pflanzenextrakt der Weidenrinde über 4 Wochen. Die betreuenden Ärzte sowie die Patienten der randomisierten Studie bewerten nach 4 Wochen in allen Fällen Wirksamkeit oben, so auch Verträglichkeit, mit 93 für die Weidenrinde und nur 90 für den Arzneistoff. Ich suchte weiter und stieß auf eine andere Studie, die den Zusammenhang untersuchte mit 240 Probanden in einer randomisierten Doppelblindstudie. Es wurden 3 Gruppen gebildet, eine Placebo-, eine niedrigdosierte und eine hochdosierte Weidenrindenextraktgruppe. Das Interessante ist, in der Placebo-Gruppe waren nach 4 Wochen nur 6 Leute schmerzfrei. Hingegen zur hochdosierten Weidenrindenextraktgruppe waren 27 Menschen schmerzfrei. Weiter diejenigen, die Medikamente brauchten, davon brauchten 33 Leute sie immer noch in der Placebo, hingegen nur 3 in der hochdosierten Gruppe nach 4 Wochen des Weidenrindenextrakts. Das Ganze hier auch nochmal in einem Graphen aufgetragen. Was sollte ich Wichtiges wissen? Der Hauptwirkstoff des Weidenrindenextrakts ist das Salicin. Dieser ist sehr ähnlich der Salicinsäure bzw. der Acetylsalicinsäure, daher auch der Abkürzung des Aspirins. Doch konnten die neuesten Studienergebnisse zeigen, dass das Weidenrindenextrakt definitiv weniger magenirritierend ist wie der Arzneistoff, was hier sehr, sehr schön zu lesen ist. Trotzdem sollten Menschen, die allergisch gegen Aspirin sind, dies ebenfalls nicht in Erwägung ziehen, meiner Meinung nach. Aspirin hat eine blutverdünnende Eigenschaft, daher kommen die Eigenschaften auch dem Weidenrindenextrakt zu. Gute oder zu schlechte, denn Menschen, die Medikamente wie Herz-Beta-Blocker oder Bluter dementsprechend sind oder Diabetiker, sollten dies besser abklären lassen, in Bezug auf welche Medikamente sie sich sonst noch entschieden haben. In der Zusammenfassung sagte die Studie, dass die Erfolge und die Sicherheit zwiegespalten sind. Das habe ich mir vorhin schon behandelt, sehen wir oben, aber die Stärke der antientzündlichen Wirkung sowie als Schmerzmittel wurde mehrfach untersucht. Ein großer Vorteil von dem Pflanzenextrakt ist, dass sie nicht nur den Wirkstoff enthalten, der Entzündungen hemmt und Schmerz lindert, sondern auch Gefäße schützt. Und gerade wenn man Schmerzen hat, macht man sich selbst vermehrt Stress. Und das führt zu mehr Radikalen im Körper, da mehr Zucker mobilisiert wird und verbrannt wird. Die Radikale entstehen lässt, zum Beispiel in der Atmungskette, ja, in der Verstoffwechslung von mehr Glucose. Bei einer Untersuchung, in der man Venenwandzellen mit Radikalen behandelte, Terzbutylhydroperoxide, kam heraus, dass die körpereigenen Zellen, die mit dem Weidenrindenextrakt ausgekleidet waren, deutlich weniger von den Radikalen in Mitleidenschaft gezogen wurden und bis zu 30% höhere Überlebenschance zeigte. Das sind Eigenschaften, die Arzneistoff als Nebenwirkung sicher nicht in dem Maße aufweisen können. Bevor man direkt zur Pille greift, mein Appell, erstmal schauen, was die Natur so zu bieten hat. Dafür wollte ich einmal diesen Beitrag in euer Gedächtnis senden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Daumen wieder nach oben gebt und den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr informiert werdet, was neu wiederkommt. Und ebenfalls auf vitasomal.de vorbeischaut. Meine Supplements mit einer höheren Bioverfügbarkeit. Schön, euch da zu sehen und meinen Kanal damit zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal und bis auf gleich auf vitasomal.de. Ciao.